Leute, was geht? Willkommen zu diesem Video. Heute geht es um Elden Ring und wieso ich finde, dass Elden Ring das einfachste Souls-Game ist, mit Abstand sogar das einfachste Souls-Game, weil es bestimmte Items gibt, die das Game ultra einfach machen. Also wirklich ultra einfach. Es gibt keinen Boss, wo ihr Schwierigkeiten haben werdet. Also sobald ihr eine bestimmte Waffe habt, ein bestimmtes Item, könnt ihr eigentlich alles solo machen und werdet niemals Probleme mit irgendeinem Boss haben. Und welche das sind, das zeige ich euch jetzt. Also, was ihr braucht, sind zwei Sachen. Eine Waffe, die hier, und eine Asche, die Imitatoren-Asche. Wenn ihr die beiden Sachen habt, zeige ich euch, gewinnt ihr jeden Kampf, egal ob PvP, egal ob Drache, egal ob Endgegner, egal ob irgendwas. Und um das zu untermauern, zeige ich euch mal gerade wieso. Ich schwöre mal gerade vor, bis wir beim Boss sind, weil ich habe leider schon fast alles gemacht und für mich wird es gerade schwierig, noch irgendwo einen Boss zu finden, damit ich euch das demonstrieren kann. Deswegen laufe ich mir eben dahin. So, da sind wir auch schon angekommen. Hier unten ist ein Magma-Lindwurm, den ich glaube ich noch nicht gemacht habe. Und jetzt hoffe ich, dass ich... Also, hier links seht ihr schon mal, ich blende das kurz ein. Seht ihr dieses Zeichen, was wichtig ist. Also, sobald ihr die Glocke habt, diese Glocke hier. Wo ist das Glöckchen? Das Glöckchen hier, geisterrufende Glocke, könnt ihr Aschen herbeirufen. Und jetzt gleich seht ihr auch die Imitatorenasche und wieso die Waffe, die ich habe, wenn ihr die zweihändig führt, einfach mit Abstand die beste Waffe ist. So, triggern jetzt eben den Boss. Den Magma-Lindwurm, der sollte hier eigentlich auftauchen. Jetzt gleich. Da ist er. Machen die Asche. Dann seht ihr, kommt da ein Ebenbild von mir, was... Okay, kurz hier weg. Was für euch tankt und wie das tankt und austeilt. Guckt euch, wie der Schaden macht, ja? Aber das ist ja noch nicht alles. Jetzt hat er ja noch die Waffe. Und wieso ist die Waffe die beste im Spiel? Er macht es schon. Genau wegen diesem Strahl. 1000 Schaden. 1000 Schaden. Ihr lasst eure Imitatorenasche vorgehen, die tankt und ihr könnt von hinten schön dieses Strahl ballern. Habt ihr schon mal einen Boss so einfach besiegt? Ohne irgendwas zu tun? Imitatorenasche immer noch da. Auch noch so. Und auch mehr als Half-Life, ne? Die Imitatorenasche. Es ist einfach völlig bescheuert, wie stark diese Waffe ist. Ah, nur kurz Estus. Ihr seht, ich habe sehr wenig geskillt in FP. Wenn ihr ein bisschen was in FP geskillt habt, dann könnt ihr diese Attacke auch noch so oft machen. Das ist völlig verrückt. Und noch verrückter ist, dass diese Waffe auch diesen Strahl... Ups, nicht getroffen. Diesen Strahl auch als Zauber gibt. Dann könnt ihr den komplett durchdrücken. Zack, das war's. Also, da soll mir jetzt nochmal jemand sagen, dass das Game schwer ist. Könnt ihr euch vorstellen, diesen Gegner hier zu machen, alleine, ohne diese Waffe? Wie ihr da kämpfen müsst, hier in dem Feuer und so. Aber ihr macht Imitatorenasche an und dann diese Waffe. Easy. Und ihr klappt den einfach so weg. Es gibt so ein... Kurz, welche Waffe das denn hier ist. Das ist nämlich das Schwert der Nacht und der Flamme. Das ist... bei Raya... Ne, Quatsch, hier bei Chiara anwesend. Da gibt es so eine Brücke, über die ihr lauft. Ich kenne die euch hier an. Also hier sind diese drei Brücken. Zack. Ne? Wenn ihr hier drauf geht, springt ihr hier runter und dann nochmal runter und dann seid ihr da. Ich könnte euch das auch jetzt genau zeigen, aber bin ich zu faul. Könnt auch ruhig ein bisschen selber suchen. Ansonsten guckt ihr einfach einen Guide. Das Schwert findet ihr easy. Was ein bisschen doof ist, für das Schwert braucht ihr 24 Weisheit und 24 Glaube.
Das war für mich ein bisschen Pain, weil ich hatte gar kein Weisheit geskillt. Muss ich also jetzt machen. Ja, und wenn ihr die Waffe einmal habt, dann habt ihr das Game durch, sage ich. Imitatorenasche kann ich auch noch sagen, wo es die gibt. Die gibt's. Geht ihr Wald der Ahn, dann müsst ihr in Zofia sein, da müsst ihr schon relativ weit sein. Wald der Ahn und dann ja, da alle Gegner besiegen. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wo es die gibt. Die gibt es an irgendeiner Statue. Ich glaube, ihr müsst hier runterspringen und irgendwo hier in diesem Gebiet gibt es die. In der Truhe. Und das war's. Und damit besiegt ihr alles. Easy Game. Sagt mir in den Kommentaren, wie ihr das Game findet und ob euch das hilft. Und like das Video und bis zum nächsten Mal.